Willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Heute machen wir ein kleines Testvideo und zwar wieder mit der X-T5 und diesmal im Tieraugen-Autofokus mit der neuen Software 4.0. Und dann testen wir mal hier bei den zwei kleinen Freunden da unten. Die werden wir heute mal in den Fokus nehmen und schauen, ob wir ein paar anständige Bilder kriegen. Oder was meinst du? Denke ich mal so. Des Weiteren habe ich versucht, mit zwei Hunden das zu machen, weil ich wissen wollte, wie der Augenautofokus bei Tieren bei zwei Motiven gleichzeitig, auf welches er fokussiert und ob er dann auch halten tut, wenn die sich bewegen und laufen. Fotofreunde, jetzt sind wir mit den Hunden fertig. Ich hatte die Motiverkennung auf Tiere und wie ihr gesehen habt, nicht alle Bilder sind scharf, nicht alle Bilder haben getroffen. Der Fokus war ziemlich träge hinterher. Wir waren so ungefähr jedes dritte Bild, kann man sagen. Auch mit Firmware-Update 4.0 hat sich da nicht allzu viel verändert oder verbessert. Des Weiteren haben wir jetzt bei 4.0 eine neue Filmsimulation. Reala Ace ist jetzt noch mit dazugekommen. So wie bei der X106 und wir haben jetzt sozusagen 20 Filmsimulationen. Kleine Fehler wurden noch verbessert von dem, die bekannt sind mit Einfrieren von Kamera, wenn USB angeschlossen ist, wenn andere Monitore angeschlossen sind und so weiter. Da haben sie kleine Bugfixes behoben. Gut, jetzt werden wir aber noch einmal auf jeden Fall das mit den Menschen probieren, also noch mal mit Personen. Ich nehme wieder die Maria dazu
Und wir werden mal versuchen, wenn wir zum Beispiel was in die Nähe vom Gesicht bringen, zum Beispiel die Hände oder so, ja, da war es seither immer so gewesen, dass der Fokus vom Auge rübergesprungen ist auf die Hand und hat die Hand scharf gestellt, obwohl das kleine grüne Kästchen immer noch auf dem Auge war. Das sollten Sie ja mit den Bugfixes behoben haben. Und da bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt wirklich weg ist. Das testen wir auch. Dann, wenn Hindernisse sind, zum Beispiel ein Baum oder eine Mauer oder irgendwas, wenn mal wieder unterbrochen wird der Fokus, ob er den gleich wieder findet und kontinuierlich weiter fokussiert. Und ja, das werden wir auf jeden Fall noch testen. Also bleibt dran und es wird spannend. Ne? Also diesmal muss man sagen, der Fokus bleibt trotzdem beim Auge, es wird nicht abgelenkt. Also diesen Bugfixes haben sie auf jeden Fall behoben. Also das muss ich schon sagen.
Also das ist deutlich besser. Ja, ja, ja. Mach die Augen nochmal zu. Ja. Ja, wird nicht mehr abgelenkt. Bleibt auf dem Auge. Okay, prima. So, meine lieben Fotofreunde, danke fürs Zuschauen. Wir sind schon am Ende angekommen mit dem Video. Es war wieder mal lustig und spannend, wie immer bei mir. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nicht vergessen. Und die neuen Zuschauer, die noch nicht abonniert haben, tut es jetzt. Ich würde mich freuen. Vielen herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Marco. Tschüss. It's getting old, I'll find a place where I